Ihr habt die Zeit genutzt und uns wahnsinnig viele gute Fragen gestellt und Jimmy und ich beantworten wir jetzt. So, dann fangen wir mal an. Die erste Frage geht an dich. Der Chris, der fragt, können eure Wandler mit euren Doppelkupplungen mithalten in Sachen Schaltgeschwindigkeit? Inzwischen wirklich ja. Also wir werden immer schneller. Wir sind im Bereich von 200, 150 Millisekunden. Immer noch ein Hauch langsamer als ein Doppelkuppler, aber schon sehr, sehr schnell. Sehr schön. So, dann die nächste Frage. Warum ist das 8 HP50 im 240i so nice? Fragezeichen. Vielen lieben Dank. Es ist einfach technisch sensationell aufgebaut, hält wahnsinnig viel Stand, wie wir auch heute wieder gelernt haben, und macht Spaß beim Fahren. So, bei welcher Laufleistung kann man eine Softwareoptimierung machen? Na, die Frage geht an mich. Absolut. Und ich sage euch, die Laufleistung spielt hier eigentlich keine Rolle, weil wichtig ist einfach, die Serviceintervalle einzuhalten, immer gutes Öl, immer guten Kraftstoff zu tanken. Und wenn man mit Köpfchen fährt und immer warm fährt und natürlich nach dem Vollgasfahren kalt fahren, dann kann da eigentlich fast nichts passieren, wenn es richtig programmiert ist. So, tada, Getriebeölwechsel bei einem Schaltgetriebe sinnvoll? Ja, absolut. Da ist es so, dass ich ja genau den gleichen Verschleiß habe. Also ich habe Abrieb, ich habe Additive, die werden immer schlechter, fallen irgendwann aus. Das Öl wird nicht mehr so gut funktionieren wie am Anfang. Von daher ergibt es auf jeden Fall Sinn, da auch einen Ölwechsel zu machen. So. Oh ja. Die gefällt dir, der hat das schon. Jalcin fragt hier, Getriebespülung oder Getriebeölwechsel? Ja, heiß diskutiertes Thema. Und da ist es tatsächlich so, bei einem Getriebeölwechsel bekomme ich ja nicht die ganze Menge Öl raus. Da bin ich irgendwo, wenn wir von 10 Liter Öl ausgehen, bei 6, 7, 8 Litern. Und bei einer Spülung bekomme ich wirklich alles raus, habe da alles ersetzt. Und ich mag immer das Bild mit so einem Wassereimer. Wenn ich da wirklich aus 10 Liter Dreckwasser 8 wegschütte und die anderen 2 wieder auffülle oder die Möglichkeit habe, eine komplette Spülung zu machen, aus meiner persönlichen Sicht immer die Variante mit dem 100%igen Wechsel. Yes. Wann und wie oft sollte man einen Getriebeölwechsel machen, Philipp? Vorgabe ist hier tatsächlich bei uns, oder wir empfehlen das Ganze bei 150.000 Kilometern, abhängig von den Bedingungen. Denn wenn ihr jetzt einen Anhänger zieht, leistungsgesteigert seid, viel Vollgas fahrt, das Getriebe wirklich beansprucht, einen Bauhänger hinter euch herzieht, Boote, dann würde ich das viel eher machen, in meinem persönlichen Fall sogar wirklich irgendwo bei Intervallen um die 80.000 Kilometer, weil das Getriebeöl unterliegt einfach einem Verschleiß und dem könnt ihr vorbeugen, könnt die Getriebe-Lebensdauer verlängern, also dann hält es auch länger und schaltet wieder super schön. Sehr interessant, mal gucken, wer anruft. Oh ja, das ist die nächste Frage. Oh, George Clooney. Yes, hello. So, die nächste Frage. Wird beim Tuning die Getriebeelektronik auch optimiert? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist so, dass bei vielen Fahrzeugen das Getriebe tatsächlich nicht mitprogrammiert werden muss, weil die einfach Luft nach oben lassen in den Softwareständen vom Getriebe. Das heißt, wenn jetzt ein Auto 400 Newtonmeter hat und in der Getriebeelektronik 500 Newtonmeter freigeschaltet sind, dann muss ich natürlich am Getriebe nichts machen. Ja? Wenn es dann natürlich um noch mehr Leistung geht, noch mehr Drehmoment, dann muss man die Getriebe mitprogrammieren. Wir haben jetzt einen Fall gehabt bei dem 320D, dass das Getriebe bei 450 Newtonmeter begrenzt hat. Somit waren wir effektiv 20 Newtonmeter höher über dem Originalmoment, aber halt obenrum hatten wir dann trotzdem diese 32 PS und 60 Newtonmeter mehr in der oberen Drehzahl, weil das Getriebe einfach bei 54 begrenzt war. Was ist das Beste für Tuning, Wandler, DKG oder doch PDK? Also ich würde im Endeffekt sagen, zum einen ist Doppelkupplungsgetriebe und PDK ja das gleiche, das ist einfach die Porsche-Bezeichnung. Der Wandler hat seinen Reiz, weil er einfach vom Anfahrverhalten ganz, ganz anders ist, gut Drehmoment verarbeiten kann. Ja. Beim Doppelkuppler habe ich immer das Thema, dass ich ja den Kupplungsdruck, den Fülldruck mitregeln muss und da wird es dann spannend. Wie ist deine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist auch so, also wenn du wirklich auf Leistung oder auf Drehmoment aufgehst, dann finde ich, Wandler kann schon viel mehr Moment wie so ein Doppelkupplung oder PDK. Wenn aber Sportlichkeit, Schaltverhalten und alles andere, Launch-Control und so Sachen, das geht natürlich nur mit einem PDK sehr gut oder auch DKG, ja, aber ich sage PDK, was halt im Porsche drin ist. Ne? Und da kannst du halt brettern ohne Ende, da machst du Launch-Controls 100, 200 Stück und da geht halt nichts kaputt. Und nochmal und nochmal. Ja, cool. So. Durch den Kupplungsdruck, welche inneren Teile werden am meisten beansprucht?
Das ist tatsächlich im Endeffekt das größte Problem, sind die Reibbeläge in der Kupplung selbst. Also ihr habt da eine Art Papier mit drauf oder einen Reibbelag, der sehr speziell dafür ausgelegt ist, um das ganze Drehmoment zu übertragen. Und der leidet natürlich. Wenn ich zum Beispiel nicht genug Druck habe, dann fängt er an zu rutschen, dann wird er heiß. Und da ist auch die meiste Belastung drin. Sehr schön. Kosten für eine Getriebewartung, Ausbau durch ZF aus dem Kfz vor Ort möglich? Ja, gute Frage. Die erste schöne Antwort ist tatsächlich, ihr könnt euer Getriebe, um es warten zu lassen, im Fahrzeug lassen. Also ich kann eine Getriebeölspülung oder einen Ölwechsel machen, während das Auto noch komplett ist. Bedeutet aber, ihr braucht trotzdem einen Partner. Das könnt ihr machen bei unseren sogenannten Service Points. Da haben wir eine ganze Menge über ganz Deutschland verteilt. Der ist hoffentlich auch vor Ort und da könnt ihr euer Getriebe machen lassen. So, wieso kommt eine Kupplung ins Rutschen überhaupt? Und was sind die Ursachen bei der Software? Ja, das habe also ich schon den ersten Teil kann ich machen, oder? Ja. Warum sie überhaupt ins Rutschen kommt, ist tatsächlich dieses Thema Druck. Wir haben entweder nicht genug Druck oder zu viel Drehmoment. Genau. Das sind die beiden Faktoren. Oft ist es halt so, klar, mit der Software kann man entweder zu viel Drehmoment programmieren oder halt einfach das Getriebe so verfälschen, das Signal ans Getriebe, dass das Getriebe einfach einen falschen Wert hat vom Drehmoment, die Kupplungsdrücke nicht passen und es dann anfängt zu rutschen. Ist die Vmax im Getriebe begrenzt? Fragezeichen. Ja, das ist eine gute Frage. Also bis jetzt habe ich noch kein Fahrzeug gehabt, wo die Vmax im Getriebe drin war. Aber das kann man mit Sicherheit auch so machen. Launch Control Starts hintereinander plus Ölaufschäumung beim Wandler wie BMW M5 M140i. Genau, also da ist es ja natürlich so, dass das Getriebe ausgelegt ist, getestet und ihr könnt, du hast es vorher schon gesagt, eigentlich wirklich einen Launch Control Start nach dem anderen abfeuern. Beim M5 sogar noch ein bisschen aufwendiger als beim 140i. Weil wir da ja Allradantrieb haben, das heißt, wir haben keinen Schlupf, aber nichtsdestotrotz macht das Getriebe einen Launch Control Start nach dem anderen. Und solltet ihr es wirklich irgendwann übertreiben, ich weiß nicht, ob du das jemals geschafft hast. Also es ist so, wenn du in so einem M5 richtig Leistung machst, so 820, 850 PS, 1050 Newtonmeter, dann solltest du es vermeiden, Launch Controls zu machen mit einem voll besetzten Auto. Das heißt, drei Mädels hinten rein, vorne noch ein Kumpel. Das solltet ihr lassen, aber da geht nicht das Getriebe kaputt, da reißt euch eher die Antriebswelle ab. Das war's auch schon. Oh, das ging easy. Ja. Fragen waren nicht schlecht. Gerne. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und Jimmy, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Gehen wir nach Hause. Ein guter Plan. Und sehen wir uns beim nächsten Video. Mal. Ich freue mich. Danke. Also, macht's gut. Wir sind jetzt hier bei Jean-Pierre. Vielen Dank, dass wir bei dir drehen durften. Super gerne. Auf deinen Prüfstand. Jederzeit. Wenn Jimmy an Bord ist, bin ich sowieso noch dabei. Ist immer viel zu lachen. Und genau, ich wollte gerade sagen, wir hatten jede Menge Spaß. Jimmy, ich glaube, dir hat es auch ein bisschen Freude. Ja, natürlich, klar. Und die Burger waren auch sehr lecker. Genau, wir haben's, ja. Sonst hätte ich euch jetzt cool eingeladen als Endgeste. Aber pass auf, wir müssen was mitbringen und zwar für deine Kollegin Cinnamon Rolls oder sowas. Ja, die Zimtstange für den. Die hat gesagt, das sind die besten Dinger. Ja, nein. Heute ist Montag. Also müssen wir nochmal kommen. Am Mittwoch. Gerne. Also am Mittwoch bringst du dann für sie die Dinger mit. In diesem Sinne, von hier vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne, jederzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.